Komm, sind wir mal ehrlich. Wir wissen, du trägst einen Aluhut. So, Max, wir müssen schnell noch die Fans auf den Socials grüßen. Oh nee, was denn? Okay, pass auf, wir fangen an mit einer Insta-Story. Oh Gott. Hallo Bussis, wir sind hier bei der dritten Staffel von Roast Battle. Wird voll funny. Greets! Perfekt. Oh, ich hasse uns mich. Direkt nochmal was für TikTok hinterher und bitte. Oh nee, oder? Ich kotze. Perfekt. Und am Ende gibst du mir schnell noch mal bitte was auf Twitter. Freue mich auf die dritte Staffel Roast Battle. Euer Maxi. Senden. Perfekt. Sehr gut. Oh, die Leute antworten schon. Echt? So schnell? Ja, so schnell. Was schreiben sie denn? Du Assi, verpiss dich. Andere Menschen müssen arbeiten. Oh, und es trendet, Cancel Maxi. Ich hasse Twitter. Let's roast. We got me ready for battle. Dankeschön, dankeschön. Herzlich willkommen zum Comedy Central Roast Battle aus Berlin. Yay! Roast Battle auf Comedy Central. Hier haben wir natürlich wie immer zwei Comedians auf der Bühne, die sich verbal richtig auf die Fresse geben werden. Und natürlich habe ich wieder eine wunderbare Jury dabei, eine türkischstämmige Comedian und einen jüdischen Internetaktivisten. Die Hälfte der Quote ist der Verfassungsschutz, der uns hier heute zukommt. Großen Applaus für Idil Beider und Shahak Shapira! Und wir brauchen aber jemanden, während ich da drüben sitze, muss hier jemand den Laden sauber halten. Und das macht wie immer unsere Schiedsrichterin, Nina Queer. So, meine Lieben, guten Abend. Ich bin wunderschön. Die Witze hier machen heute Abend andere. Und wie es weitergeht, erklärt uns jetzt der Mann, der von Zwangsjacken öfters umarmt wurde als von seiner eigenen Mutter, Maxik Steffenbauer. Schön, dich zu sehen, Nina. Dir geht's genauso. Jetzt kommt das Battle Slam-Poetin gegen Comedian. Die beiden kämpfen heute um eine warme Mahlzeit. Ihn habt ihr bestimmt schon gesehen. In der vergangenen Staffel vom Roast Battle zum Beispiel oder in der S-Bahn beim Verkauf von Zeitungen. Sie ist eine Slam-Poetin und Autorin und Schauspielerin. Ihr fragt euch jetzt, gibt es was, das sie nicht kann? Klar, einen echten Job bekommen zum Beispiel. Letizia Wahl gegen Thomas Schmidt. So, meine Lieben, ihr habt drei Regeln zu befolgen. Die erste lautet, nur selbstgeschriebene Gags dürfen auf dieser Bühne dargeboten werden. Die zweite Regel lautet, kommt euch bitte nicht zu nahe. Berühren, prügeln oder runterschubsen ist verboten. Und die dritte Regel lautet, nur was sich liebt. Das röstet sich auch, also wir gehen als Freunde wieder von dieser Bühne. Habt ihr alles soweit verstanden? Ja. Ja, ich frage, sind ja nicht alle so schlau im Comedy-Bereich, ne? Maxi, wie geht's denn weiter? Wer darf denn anfangen? Letizia hat das Wort. Berlin, are you ready to battle? Let's go! Ja, hallo. Ich meine, was soll ich viel sagen? Es ist tatsächlich so, ich habe hier heute einen meiner ersten Auftritte in dieser Branche. So, Thomas Schmidt macht das ungefähr schon seit 7 Jahren. Und ich finde allein der Fakt, dass wir uns hier heute eine Bühne teilen, spricht nicht unbedingt für seinen Erfolg. Und ich glaube, man muss wirklich auch richtig viel falsch im Leben gemacht haben, wenn man es nicht mal schafft, trotz der Privilegien eines weißen Typs mit mittelmäßigen Texten halbwegs erfolgreich zu sein. Ich meine, Thomas, schau dir einfach Maxi an. So, der hat das Konzept durchgespielt, schon 2 Mal.
Aber bei dir, weißt du, bei mir, ich habe heute hier eigentlich nichts zu verlieren. Aber bei dir, so, ich stelle mir vor, deine Eltern, die gucken bestimmt zu. Und die haben wahrscheinlich sogar schon den Nachbarn gesagt, schaut, unsere Tochter im Fernsehen. Letizia Wahl ist, wie man merkt, Poetry Slammerin. Das heißt, ihr Publikum besteht zu 100% aus fast toten Germanistikprofessoren, die es mega witzig finden, wenn sich zwei Worte reimen und irgendwann das Wort Herz fällt. Aber sich eigentlich am liebsten einen von der Palme wedeln würden, weil sie denken, du bist Robin Hood in einem Kindertheaterstück. Sie gibt Einblicke in ihre Seele und redet über den Herzschmerz, den sie mit sich trägt. Und das mit so wunderbaren Texten wie in der Regel geht's mir gut. Ja, dir geht's vielleicht gut, aber dem Hubert in Reihe 2, dem geht's gar nicht gut. Denn der ist 82 und kämpft hart mit einer Erektion, der alte Blutsauger. Du bist 27 Jahre alt, du gibst dich immer so mega weise und intellektuell. Du bist 27, na klar, mit 27, da hat man die Weisheit natürlich schon lange mit dem Löffel gefressen. Wärst du wirklich weise, dann wärst du heute Abend nicht hier. Hey, Leona. 7 Jahre, Thomas. Ich meine, du bringst ja eigentlich schon all das mit, was so ein Comedian braucht. Du hast Minderwertigkeitskomplexe, du hast ein Alkoholproblem und du bist hässlich. Ich meine, stell dir mal vor, du wärst eine Frau. Wir sind hier einfach, dass du das auch selber sehen solltest, wir sind hier an einem Punkt angekommen, wo es bei dir irgendwie nicht mehr weitergeht. Ich glaube, niemand traut sich auch so wirklich, diesen Spiegel dir vorzuhalten. Deswegen halte ich dir jetzt, Thomas, diesen Spiegel vor. Es ist vielleicht jetzt an der Zeit, einfach etwas anders zu machen. So beruflich gibt es so unheimlich schöne Jobs, zum Beispiel in der Verwaltung. Aber bezüglich der Comedy solltest du vielleicht einfach überlegen, ob du der Erste bist, der dann auch da rausgeht und sagt, hallo, mein Name ist Thomas Schmidt und ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Ja, danke dafür. Letizia Wahl hat studiert, wow, aber nicht irgendwo, sondern an der Uni Marburg. Und wenn die Nachbarn die Eltern mal wieder auf dem Marktplatz treffen und fragen, was hat Letizia eigentlich beruflich so erreicht? Dann haut die Mutter direkt raus, Letizia, die war in derselben Uni wie Felix Lobrecht. Und die Nachbarn sind verwirrt. Und die Mutter schlägt nach und sagt, Felix Lobrecht, kennen Sie den nicht? Das ist dieser kleine Comedian mit den fetten Muskeln. Der fährt mittlerweile Mercedes und füllt die ganz großen Hallen. Und die Nachbarn sagen, ja, aber wie geht's Letizia? Und die Mutter, wer? Ach so, ja, der Patrizia geht's gut. Ihr eigenes Buch hat sie rausgebracht, 2018. Vizemeisterin in Hessen im Poetry Slam 2017, Nachbarin von Felix Lobrecht 2013, es geht bergauf. Du machst so vieles, Letizia, so vieles. Auf deiner Homepage steht, du bist Poetry Slammerin, Comedian, Musikerin, Theaterschauspielerin, Autorin. Du bist wie diese Imbissbuden, die alles anbieten, aber nichts richtig machen. Pommes, Pizza, Nudeln, asiatisch, irgendwo findet sich auch ein indisches Gericht. Du machst alles, aber nichts richtig. Du bist wie meine Frittenbude bei mir in Köln um die Ecke. Die machen alles, aber nichts richtig und ich bin am Ende der, der kotzt. Ja, Tommy Schmidt. Wenn es okay für dich ist, würde ich dich gerne auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Und zwar, wenn du dir jetzt einfach vorstellst, wenn du irgendwann deinen Lebensabend erreicht hast, also es wird nicht so bald sein, weil the best die young, aber wenn du irgendwann dann angekommen bist, wo dieser Punkt ist, wo man so sagt, was ist das Fazit, was bleibt da unterm Strich, soll da halt wirklich stehen, dass du 3-mal in der Schule sitzen geblieben bist, dass du trotzdem kein Abitur hast und dass du Stand-up machst. So, Thomas, ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Deine Mutter, sie macht sich wirklich Sorgen. Und Thomas, auch ich habe wirklich Angst. So, wenn Leute sich feiern, dann stoßen sie an und gucken sich in die Augen, weil sie 7 Jahre schlechten Sex vermeiden wollen. So, aber wenn ich mit dich so angucke, dann hätte ich lieber 7 Jahre schlechten Sex als 7 Jahre weiter Stand-up-Comedy von dir. Ja, danke schön. Wisst ihr, was noch tödlicher ist als der Coronavirus? Letizia Wahls Buch. Es zieht sich mega in die Länge und am Ende kriegt man keine Luft. 107 Seiten hat das Buch.
107 Seiten. Die beste Seite ist Seite 105, die ist blanko. Die anderen Seiten sind so wie Klopapier, nur dass die Scheiße schon drauf ist. Ey, völlige Verschwendung von der ISBN-Nummer, aber... Hier ist ein gutes Kinderbuch dran verloren gegangen. 14 Euro. Wie dreist kann man sein? Ja, lass 10 nehmen. Nee, schlag nochmal 4 drauf. 14 Euro, ich hab das mal umgerechnet. Dafür kriegt man exakt 10 Ausgaben der Bild-Zeitung und einen Döner. Das heißt, da bekomme ich die gleiche Scheiße, nur ich bin am Ende noch satt. Ja, das Buch war vielleicht bisher mein größter Erfolg. Spannend finde ich auch, Thomas Schmidts größter Erfolg war bisher tatsächlich der Lockdown während der Corona-Krise. So jeden Abend pünktlich um 21 Uhr ist er auf die Straße gegangen, schaute hoch zu dem Balkon und dachte sich, wow, so fühlt sich das an, so ist das also. Das ist Applaus. Woher weißt du das eigentlich? Kommen wir zurück zu diesem Heft. Der Titel ist spannend. Letizia Wahl, was dazwischen bleibt. Was dazwischen bleibt, das kann ich dir sagen, Letizia. Und das spricht für alle, die dieses Buch jemals gekauft haben. Und ich sage ganz bewusst gekauft und nicht gelesen. Was dazwischen bleibt, ist klar. Ein Lesezeichen auf Seite 7. Da ist übrigens das Inhaltsverzeichnis. Abschließend kann man alles, was Letizia Wahl jemals gesagt, geschrieben, performt, gesungen hat, zusammenfassen mit ihrem eigenen Gedicht, was in diesem Buch ganz hinten steht. Ich versuche das mal vorzutragen wie ein Poetry Slammer, ohne zu weinen. Mi, 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 mi. Das steht da nicht, das habe ich mir nur gedacht. Trinke weiter und weiter, werde schwerer und versinke, ertrinke beinahe, lauf bis zum Rande voll, quelle über, ersaufe, implodiere und frage mich, was das Ganze soll. Yes! Meine Lieben, was für ein geiles Battle. Ich bin ja als Prinzip immer für die Frau in der Comedy-Branche, aber heute könnte ich mich nicht entscheiden. Ich muss es auch nicht, dafür haben wir unsere Jury. Ja, ich bin sehr gespannt, was Idil zu sagen hat. Ja, also ich muss schon sagen, Letizia, dass ich das nochmal erlebe, dass so sozialpädagogisch gebettelt wird. Das muss ich wirklich sagen. Ich wusste nicht genau, bin ich in der Uni, bin ich hier. Aber dafür, also das hast du wirklich, wirklich toll gemacht, das muss ich sagen. Fast hätte ich dir diesen Punkt gegeben, aber Thomas, du warst on point. Du hast es wirklich genau auf den Punkt gebracht. Und was ich besonders charmant finde, ist, wie schafft man das, jemanden so zu battlen und trotzdem immer noch Werbung zu machen für ihre Produkte und ihre Show? Und weil das so ist, geht der Punkt von mir an dich. Ein Punkt für Thomas. Ja, danke. Jetzt freue ich mich auf das knackige Statement von Shark. Ich habe eine kurze Anekdote dazu. Nee, ernsthaft. Letizia, Respekt an dich, dass du es machst. Es ist sehr schwer, Rose Battles zu machen. Und du, dadurch, dass du gerade Comedy-Erfahrung hast, du hast auf jeden Fall mal Respekt. Aber 14 Euro ist echt viel für 100 Seiten. Also, das ist echt... Ja, es war ein sehr awkwardes Battle, aber das mit der ISBN-Nummer hatte mich. Das war so gut. Ja, deswegen Punkt an dich, Thomas. Noch ein Punkt für Thomas. Maxi hat auch noch was zu sagen. Ja. Erstmal, Letizia, das allererste Mal auf einer Comedy-Bühne. Geil. Darf ich das so sagen? Bravo. Großen Applaus hier. Bravo. Schön, dass sie da ist. Nice one. Bravo. Und es war die erste Premiere und die zweite Premiere war für mich die erste Poetry Slammerin, die ich gesehen habe, bei der ich mir nicht die Kugel geben musste. Das freue ich mich sehr. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir würden uns bald beim nächsten Battle mal wiedersehen. Vielleicht beim nächsten Mal auch gegen einen Mann. Mal gucken. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend.
Thomas, Bombenoutfit, ich respektiere das. Wir sehen uns auf Twitch, Digga, sehen wir uns. Ich muss einfach sagen, muss ich dir auch dankbar sein, weil du hast das wirklich oft unterschätzte Problem der wenigen stark diskriminierten ISBN-Nummern in Deutschland endlich mal wieder hier ins Licht der Öffentlichkeit gebracht. Und dafür danke ich dir sehr. Du kriegst auch 3:0 für Thomas auf jeden Fall. Damit gewinnt Thomas das Roast Battle eindeutig. Gratulation. Und Maxi sagt uns jetzt, wie es weitergeht. Jetzt treten zwei freshe Newcomer an. Der erste Roaster ist Rapper, Comedian und YouTuber. Heute kommt er direkt nach seiner Schicht bei Lidl zu uns, wo er als Kassierer arbeitet. Hoffentlich fragt er uns nicht nach jedem Joke, ob wir Punkte sammeln. Sie ist wie der Killerwal der Berliner Underground-Roast-Szene. Und weil sie noch keine Agentur hat, nennt man sie bei Comedy Central Free Willy. Luca Maria und Vanessa Willi. So, meine Süßen, dann frage ich unseren Maxi, wer anfangen darf. Vanessa. Berlin, are you ready to battle? Let's roll! Luca ist Comedian, Rapper, Poetry Slammer und Kroate. Ich wusste echt nicht, dass es so viele Wörter gibt für arbeitslos. Lukas Eltern stehen im Guinness-Buch der Rekorde. Sie haben den größten Lauch der Welt gezüchtet. Und für seine Eltern ist Luca wie so ein Boomerang. Sie schmeißen ihn raus, aber er kommt immer wieder zurück. Deshalb färbt er sich auch jede Woche die Haare neu, damit sie nicht erkennen, dass er es ist, der immer wieder zurückkommt. Danke. Ich find's echt schade, dass Vanessa vergeben ist. Sie ist genau mein Typ Mann. Ich habe gesehen, Vanessa malt in ihrer Freizeit Aquarell wie Van Gogh, was ich super finde, dass sie noch ein anderes Hobby hat, weil wenn ich sie reden höre, dann würde ich mir auch am liebsten das Ohr abschneiden. Luca arbeitet nebenher bei Lidl an der Kasse. Er rappt und arbeitet bei Lidl. Er weiß zwar nicht, wer der Babbo ist, aber er weiß, wer die kleinen Preise hat. Hier noch ein paar Künstlernamen für dich. Wie wär's denn mit Lil Paycheck? Lidl Wayne. Lidl Wayne. Oder Aldi G. Vanessa war schon zweimal beim Roast Battle. Als einzige Person sagt man so, nee, da ist noch Potenzial für ein drittes Mal drin. Und das ist ganz witzig, wie sie hergekommen ist. Sie hat sich in der Tür vertan. Eigentlich wollte sie zur RTL vermisst und nach ihrem Vater suchen lassen. Und ja, aber sie kommt immer wieder gern her, weil sie lässt sich einfach gern beleidigen, weil es erinnert sie immer an Weihnachten bei ihrer Familie. Luca und ich, wir haben viel gemeinsam. Ich kann auch nicht rappen. Ich habe mir sein Album auf YouTube angehört. Der beste Track war die Werbeunterbrechung. Lukas großes Vorbild ist Eminem, deshalb wohnt er doch bei seiner Mutter. Und Luca ist bei seinen Auftritten auch genau wie Eminem in 8 Mile. Aber die Kotze auf seinem Pullover ist von seinem Publikum. Eminems Crew war D12, Lukas Crew ist Hartz IV. Und in dem Lidl, in dem Luca arbeitet, hört man auch ab und zu die Durchsage: Könnte der echte Slim Shady bitte noch eine zweite Kasse aufmachen? Vanessa hat einen Twitter-Account. Auf Twitter heißt sie Kanyessa, weil sie großer Kanye West-Fan ist. Sie wäre ihm auch gern sehr ähnlich. Sie hatte gern seine Störungen, der ist ja bipolar. Bei Vanessa reicht es halt leider nur für behindert. Den checken nur Kenner. Also. Vanessa und Luca, also war das ein Battle oder ist das der neue Film von Tim Burton? Ich weiß es nicht. Ihr zwei seid so schrille Vögel. Wie haben diese schrillen Vögel euch gefallen, liebe Jury? Mich würde Schahak, was sagst du? Das interessiert mich jetzt.
Warum sind diese Pfeifen eigentlich hier? Wieso? Niemand hat uns gebrieft, was wir mit diesen Pfeifen machen. Ah. Ich werde dir hinterher zeigen, wie man richtig bläst. Ja, bitte. Battle, ganz schnell, weil ich muss später was mit Nina machen. Luca war ein bisschen gemeiner, fand ich. Das gefällt mir. Ist ein starkes Unentschieden mit Tendenz zu Luca. Ein Pünktchen für Luca? Ja. Jawohl. Gut. Ja. Ideal. Das war schon wieder so wack, dass es geil war. Also, ich fand euch beide so ziemlich scheiße. Nice! Ehrlich, wird's real! Aber ihr kriegt beide einen Punkt. Ehrlich gesagt, ja, weil Luca, du bist am Ende so ein bisschen aus dir rausgekommen, aber es ist so ein bisschen wie diese Kinder, die kommen und irgendein Schimpfwort zu dir sagen und schnell wieder abhauen. Weißt du, was ich meine? Du musst mehr rein in die Materie. Gib ihm. Vanessa, deine Grausamkeit, ohne mit der Wimpern zu zucken, fand ich wirklich erfrischend, muss ich sagen. Du hast das sehr gut vorgetragen. Ich sehe dich im Kabarett die nächsten 100 Jahre. Du wirst es super machen. Es hätten noch ein paar mehr Sachen reinkommen müssen, nicht nur Rap und Lidl. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Variation gewünscht. Aber Luke, und nur deswegen. Ich sehe das große Potenzial. Ich weiß, ich werde bald mit dir und Haftbefehl. Ich sehe dich schon mit Haftbefehl auf Tour. Aber dieser Punkt geht tatsächlich an Vanessa. Sie hat sich mehr getraut. Sie ist mehr aus sich rausgekommen. Und sie wusste, dass es Kacke ist, was sie macht. Aber sie hat es trotzdem geil verkauft. Ein weiterer Punkt für Vanessa. Wie asozial du bist, ich liebe es. Wow. Liebe es. Alles klar, wir haben gerade dabei zugesehen, wie Edil eine weitere Rechtsextreme erschafft. Also 1-1, wenn ich es gerade richtig stehen habe. 1-1, also, ich glaube ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Luca, total interessanter Typ. Ja, du hast eine mega warme, offene Ausstrahlung und kommst in diesem Rapper-Outfit auf die Bühne. Du bist riesengroß, Alter. Das ist so, als ob Balu der Bär bei der 187 Straßenbande dabei wäre. So sieht das ungefähr aus. Richtig krass, aber das war jetzt das erste Mal Roast Battle für dich, so. Ja. Du kannst noch, wie es Idil sagt, Alter, du kannst, du musst hier niemandem gefallen, ja. Du bist genau richtig, wie du bist und hau einfach raus, ja. Vanessa, das dritte Mal beim Roast Battle. Ich persönlich, ist meine Meinung, das war dein bester Battle hier, den du bei uns gemacht hast. Deswegen geht der Punkt an dich. 2-1 für Vanessa. Und damit gewinnt Vanessa das Roast Battle. Maxi Stettenbauer! Das war der Comedy Central Roast Battle aus Berlin! Und falls ihr euch fragt, Alter, waschen wir hier Drogengeld? Nein, wir waschen nicht mal unsere eigenen Haare. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal!